Es geht weiter mit unserem Büschelkörbchen. Jetzt zeige ich euch die Runden mit den Büscheln. Wir haben jetzt unser Teller soweit fertig gehäkelt. Zum Schluss haben wir jetzt 30 feste Maschen. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr den Teller auch erweitern, indem ihr 4 feste Maschen nebeneinander und dann verdoppelt. Und der Teller wird dann so größer. So, nun machen wir in die nächste Runde einmal ein Zeichen, damit ihr wisst, wo der Anfang und wo das Ende war. Dann machen wir 3 Luftmaschen und stechen nicht ganz durch die Luftmasche durch, sondern gehen ein Teil, also das obere Teil von der Masche durch. Erstmal machen wir einen Umschlag, dann die obere Seite der Masche nehmen, eine Schlaufe hochziehen, etwas lockerer lassen, dann einen Umschlag, wieder durch die gleiche Masche durch, etwas hochziehen für die Büschel, dann eine Schlaufe und das dritte Mal wieder durch die gleiche Masche hochziehen, ein bisschen locker lassen und eine Schlaufe und durch all die Maschen eine Schlaufe durchziehen und eine Kettmasche. Dann haben wir schon mal ein Büschel. So, es geht weiter. Wir überspringen eine Masche, gehen in die nächste, machen erstmal einen Umschlag, gehen wieder in die obere Seite der Masche, holen uns einen Umschlag, ziehen das Ganze ein bisschen hoch, machen einen Umschlag, gehen wieder durch dieselbe Masche durch, machen einen Umschlag, nochmal einen Umschlag und mit dem Umschlag durch die ganzen Büschel durchziehen, eine Kettmasche. Haben wir schon unser zweites Büschelchen. Und das geht jetzt so weiter. Einen Umschlag, 1, 2 in die nächste springen und wieder 1, 2, eine Kettmasche. Ein Umschlag, 1, 2 in die nächste, übernächste rein. Schlaufe holen, 3-mal. Und wiederholen bis zum Reihenende. Machen wir das jetzt fortlaufend. Ich zeige euch das bis zum Schluss. 2. Dauert zwar ein bisschen länger jetzt, weil ich leider keine Pause einstellen kann an meiner Kamera. So. Eine Schlaufe, nächste überspringen. 1, 2, 3. Eine Kettmasche. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, ich glaube, das war zu wenig. Nochmal. Ein Umschlag. 1, 2, 3. Eine Kettmasche. 1, 2, 3. Kettmasche. 1, 2, 1, 2, 3. Eine Kettmasche. 1, 2, 3. Eine Kettmasche. 1, 2,
3. Kettenmasche. So. Nicht mehr viel, dann ist die Runde zu Ende. 1. Kettenmasche, 1, 2, 1, 2, 3, so, und 1, 2, 3, jetzt zeige ich euch noch etwas zum Schluss, damit man hier diese drei Luftmaschen nicht erkennt, so wie hier, werden wir die überhäkeln. Und zwar sind wir jetzt am Reihenende. Ihr seht den Faden hier. Da, wo der Faden eben rauskam, machen wir wieder einen Umschlag und gehen da durch die Mitte durch. Machen das Gleiche eigentlich nochmal. 1. 2, 3, ein Büschel durch alle Maschen durch, die Kettenmasche machen wir noch nicht, den Faden lassen wir vorne, dann gehen wir in die erste Büschelmasche von hinten nach vorne, holen uns den Faden, wickeln ihn rum, ziehen ihn einmal durch und machen eine Kettmasche. Wie ihr seht, sieht man die drei ersten Luftmaschen nicht mehr. So, wenn ihr die nächste Runde macht, macht ihr dasselbe. Ihr macht einfach drei Luftmaschen. 1, 2, 3. Macht einen Umschlag und geht in die nächste Öffnung. Hier in die Mitte, in diese freien Mitten rein und macht wieder Büschelmaschen. Genau das gleiche, 2, 3, eine Kettenmasche und in die nächste Öffnung, 1, 2, 3. Und das könnt ihr jetzt beliebig hoch machen, wie ihr möchtet. Ich habe hier drei Reihen gemacht. Könnt es natürlich noch höher machen und breiter. Das Ende könnt ihr dann zum Schluss vernähen. Hier habe ich hier noch ein Stück hängen. Das nähe ich dann rein. Ich hoffe, ihr habt soweit verstanden. Und zum Schluss, wenn ihr wieder hier am Reihenende seid, könnt ihr diese drei Luftmaschen auch wieder umhäkeln mit einer Büschelmasche.